Moin, ich bin Wendy vom Wünsch Strand Hotel. Ich arbeite hier als Masseurin und gleichzeitig als Fitnesstrainerin, aber auch als Aqua-Fitness-Trainerin. Aqua geht gerade nicht so wirklich zum Vorzeigen, deswegen holen wir euch heute hier auf unserer wunderschönen Spa-Lounge mit Meerblick hierher aus dem Homeoffice, um einfach ein bisschen sich zu stretchen, Fitness zu machen und vor allem von den nervigen Kindern wegzukommen. Kommt mit ins Video und steigt mit ein. Wir fangen als erstes an, dass wir immer unseren Bauch festhalten. Ganz normal mit der Atmung ein- und ausatmen. Das heißt, wir legen die Hände auf den Bauch, atmen tief ein und ziehen den Bauch bei der Einatmung ein, beim Ausatmen aus. Und er darf ruhig dick werden, das ist überhaupt kein Problem. Noch zwei Stück. Und der letzte. Und jetzt, wenn ihr ausatmet, haltet den Bauch schön fest hinten an der Wirbelsäule fest. Und atmet aus. Und wieder ein. Und der Bauch ist schön fest. Gleichzeitig dazu packen wir jetzt den Po dazu, den spannen wir auch ganz fest an, sodass wir alles ganz fest angespannt haben, weil das ist unsere Grundspannung, die brauchen wir die ganze Zeit über, egal bei welcher Übung, selbst beim Einkaufen ist es sehr praktisch. Atmet noch zweimal tief ein und aus, denkt an das Besetzzeichen auf der Toilette, alles fest anspannen. Und ein letztes Mal tief ein. Genau. So, meine Lieben, wir kommen als nächstes auf die Matte. Wir nehmen uns dazu Hanteln, wenn ihr keine Hanteln habt. Nehmt euch Wasserflaschen. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Katze zu Hause, macht sich auch super. Weil die ist, lässt einfach alles mit sich machen. So, wir legen uns auf den Rücken. Nehmen die Hanteln in U-Form neben uns. Die Beine stellen wir an. Den Bauch spannen wir ganz fest an und bringen den Po nach oben. Und einfach gerade hoch. Versucht die Arme nicht mehr abzusetzen. Und immer schön tief ein- und ausatmen. Und wichtig, Bauch und Po anspannen. Haltet einfach mal die Hand dann oben. Und geht mit dem Po hoch und runter. Und absetzen. Als nächstes können wir die Übung auch noch steigern, und zwar indem wir das Bein anheben. Ich zeige es euch. Auch hier wieder Hand in den U-Form neben euch, Bauch und Po festmachen, Po hochbringen, Bein anheben und hoch und runter. Achtet darauf, dass ihr die Fußspitze schön hochzieht. Und absetzen. Auch hier wieder könnt ihr jede Übung 10 bis 15 Mal wiederholen mit 3 Sätzen jeweils. Jetzt kommt eine kleine Koordinationsübung, der umgefallene Marienkäfer. Eine meiner Lieblingsübungen. Beine in 45 Grad Winkel, Arme nach oben nehmen. Rechter Arm geht nach hinten, linkes Bein runter. Hoch, rechtes Bein runter, linker Arm. Atme nicht vergessen. Bauch ist schön fest. Und macht die Übung langsam. Es kann gern mal knacken. Überhaupt kein Problem. Auch hier das gleiche Spiel wieder. 10 bis 15 Mal wiederholen, a 3 Sätze. Was wir zu Hause auch schön machen können, sind gerade die Squats. Wir müssen ja viel hoch und runter nehmen. Immer schön gerade, Po nach hinten. Das heißt, ich nochmal von der Seite. Po nach hinten, ganz extrem. Rücken gerade.
Und wenn ihr richtig gut seid, geht er auf die Zehenspitzen hoch. Zehenspitzen. Zehenspitzen. Als nächstes nehmen wir uns ein Miniband oder wenn ihr habt ein Gummiband aus dem Flip oder so, kann man ja alles benutzen. Nehmt es um die Hände, Arm schön nach vorne, ganz gerade und auf und zu. Denkt dran, Bauch und Po ist fest. Könnte jetzt einer um die Ecke kommen und mich umschubsen, aber es funktioniert nicht, weil ich fest wie ein Stein bin. Einmal nur auf und zu. 3 Wiederholungen, a 10 bis 15 Stück, würde ich sagen. Dann gehen die Arme nach unten. Ellenbogen bleiben nah am Körper. Nur die Unterarme gehen auf und zu. Auf und zu. Das Ganze geht auch nach oben. Auf und zu. Und denkt an den Bauch. Po ist auch fest. Schultern sind unten und wir atmen. Zählt am besten mit, dann hört ihr auch nicht auf zu atmen. Und wer richtig gut ist, nimmt die Hände nach hinten und geht auf und zu. Aber zwischen jeder Frequenz lasst ihr einfach mal ein bisschen Pause, damit sich die Arme kurz erholen können. Irgendwann habt ihr so lange Arme, dann könnt ihr auch euer Kind nicht mehr tragen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Also, stay home, bleibt fit und schreibt uns, was ihr als nächstes sehen wollt. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitreißen und ein bisschen Eindruck verleihen, wie das hier bei uns auf Sylt funktioniert, selbst in Corona-Zeiten. Wenn ihr Lust habt und Zeit habt, schreibt uns doch einfach, worauf ihr noch Lust habt, was ihr noch sehen möchtet und vor allem, was für Übungen ihr noch wollt. Schreibt uns einfach und wir sehen uns. Hashtag bleibt zu Hause.